Hallihallo, wir haben heute einen Ausflug gemacht, ganz alleine, nur wir zwei, in dem Barfußpark nach Egesdorf in der Lüneburger Heide. Und wir haben euch selbstverständlich ein bisschen mitgenommen. Kennt ihr den Park in Egesdorf? Für alle, die sich jetzt fragen, was zur Hölle ist ein Barfußpark? Ihr lauft barfuß durch den Park über alle möglichen Untergründe und durch Gewässer und Matsch. Und ja, das ist ziemlich lustig, sag ich euch. Ach so. Eine Station in dem Park sind zum Beispiel diese wunderschönen blauen Glasscherben. Und Leute, ich sag euch, das war gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Das tat gar nicht so weh und wir haben hinterher immer noch gute Laune. Hier sind wir ins Salzineum gegangen. Das ist eine Höhle aus Salz quasi. Und das soll gut sein für die Atemwege und gegen Allergien und so weiter. Wir müssen allerdings sagen, von dem Haus haben wir uns ein bisschen mehr erhofft gehabt. Das war jetzt gar nicht so groß, wie wir gedacht haben. Und man war da relativ schnell zackig durch. Und ja, da haben wir uns ein bisschen mehr erhofft, aber war trotzdem schön zu sehen. Ja, Leute, ihr kennt uns ein bisschen Quatsch beim Anstehen, muss halt auch sein, ne? Ja. Einmal reinspringen, Arschbombe. Ja, mach mal. Pass auf, es rutscht. Hier, warte. Hier, warte. Hier, warte. Hey, Herr Hupe. Ist gut? Guck mal hier, was für die Fußspätischisten. Das geht da noch. Geht da noch mehr? Da geht noch einiges. Was ist das? Ich höre Elefanten. Geil. Na Hupe, jetzt fühlt sich zu Hause, wa? Geil. Endlich im Schlamm, wie die Schweine. Geil. Ein Träumchen. Jetzt hast du auch endlich mal Farbe gekriegt an den Beinen, wa? Ja, endlich mal braun. So geil. Muss das aussehen. Das sieht aus, als hättest du Schuhe an. Ja. Wie Barfußlaufen. Gibt es da solche Schuhe? Ich brauche keine Schuhe mehr. Ist günstig. Sehr gut. Und du sagst, deine Ehe ist hart. Ja, das ist hart. Das ist gar nichts. Unsere Ehe ist wunderbar. Oder? Und wenn du dich nicht benimmst, dann lege ich unser Haus so aus. Oha. Hier sind wir über eine Wiese gelaufen. Eigentlich war es der Ort der Ruhe, aber Ruhe war da nicht wirklich. Und danach sind wir ein bisschen wie die Häschen gehappelt und haben geguckt, ja, das wie bei Fischen. Ist eine Mischung, glaube ich, aus. Du bist kein guter Mowgli. Mowgli? Mowgli. Beiß dir nicht auf die Lippe. Los. Los, rein da. Summen. Summen. Was soll das? Das ist wie so eine Feuerwehrleiter. Weißt du, weil du jahrelang Feuerwehrmann warst, stehen, oder? Ne? Ja, so ein Rohr wär gut. Das ist viel zu groß. Hey, faule Hupe. Lass mich in Ruhe. Du hast den Feldsteinpflaster ausgelassen, du hast geschummelt, du bist hier auf den weichen Waldboden gegangen. Ja. Los. Nein.
Wiener. Ich bin eine alte Frau. Ja. Ich brauche jetzt Pause. Also Leute, Hupe abzuholen. Waldbank 1. Geil. Mach mal deinen Körper zum Resonanzkörper. Was ist das? Schlappengitarre oder was? Ich mach den Regentanz. Bongo, 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 bongo. Alter Musiker. Bock auf die nächste Schlammpackung. Oh ja, jetzt geht's richtig ab. Jetzt ist es richtig dreckig. Jetzt wird richtig, dreckig. Richtig schmutzig. Schade, dass aber du nicht alleine so, sind. Nicht so, wie du gerne hättest. Nicht so dreckig? Nicht so ein bisschen dreckig. Also sein Bruder, der sieht immer noch genau aus. Geil. Guck mal, ich habe neue Socken. Oh ja, schick. Schick. Sind die teuer? Das ist Airsock. Oh, hier ist Ende. Hier, für unsere Socki-Koffer. Lecker. Trocken. 5 Euro das Stück. So günstig? Für ein Paar. Die sind ja nicht lange getragen, die stinken ja nicht. Aber die sind ganz natürlich. So kommen sie mir aber nicht ins Haus. Warum? Können sie mal waschen? Wie du aussiehst. Das ist Natur. Natur pur. Wie fühlt man sich so, wenn man Ausflüge macht für Familien ohne Kinder. Geil. Lieben wir. Ist tatsächlich wirklich mal ganz schön, mal nicht die meckernden Kinder zu haben, sondern die Familien anzugucken mit den meckernden Kindern. Sind wir schon da? Wo denn? Ich habe Hunger. Ja, wenn nicht, ist es ein scheiß Ausflug. Aber meine Schuld wahrscheinlich. Deine Schuld, ja. Wieso ist das am Geländer? Das sollen die Leute an die Füße machen, nicht ans Geländer. Ich aber auch. Hä? Guck, das sieht aus wie Kaku. Mit Höhenangst ist nicht cool. Nochmal. Na, jetzt hast du es ja geschafft. Aber das ist voll wenig. Aber das war bestimmt, weil das so lange trocken war. Was hast du gesagt, obwohl, entweder haben sich die Füße daran gewöhnt oder es ist einfach weich. Ja. Ey, was? Ich sehe das Ende des Parks. Weißt du, was das bedeutet? Wir können essen gehen. Ja. Endlich. Endlich was zu essen. Aber die Füße sind sauber und durchblutet. Naja, sauber ist... Naja, vorher waren die ganz schwarz, als wir angekommen sind. Ja, stimmt. Also noch 3 Stück. Mhm. Am Ende kann man wie bei den Pferden die Füße wieder sauber schrubben und dann hat man es geschafft. Es war wirklich ein schöner Ausflug. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und schreibt uns mal in die Kommentare, ob wir öfter solche Ausflüge machen sollen und euch dann mitnehmen sollen.